am letzten Montag vor Heiligabend bei RTV Kompakt. Bergparade, Welterbe in Annaberg. Hutzennachmittag, Traditionspflege in Thalheim. Und Weihnachtskonzert, Randfichten in Aue. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Gehören Sie auch zu denen, die am Wochenende noch mal auf den Weihnachtsmärkten unterwegs waren? Es hat sich ja auch angeboten. Und in Annaberg-Buchholz hat man da gleich die große Abschlussbergparade miterleben können, samt Bergzeremoniell. Zu erleben war die Bergparade auch im MDR-Fernsehen, nicht aber das traditionelle und ganz streng reglementierte Bergzeremoniell. Das wurde für die Sendung in Seifen aufgezeichnet. Klar, im Hintergrund des erzgebirgischen Weihnachtsmotivs schlechthin, der Seifner Kirche. Wir aber haben es aus Annaberg-Buchholz. Mein Kollege Patrick Schmiedl hat es sich gemeinsam mit Vertretern der Landesregierung angesehen. Vierter Advent, Annaberg-Buchholz. Seit Jahren Zeit und Ort für die Abschlussbergparade des Sächsischen Landesverbandes im Bund Deutscher Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine. In diesem Jahr stand die von Zehntausenden Besuchern in Augenschein genommene Brauchtumspflege unter einem besonders hellen Stern. Neuerdings gehören die Bergparaden in Sachsen zum immateriellen Kulturerbe. Vor wenigen Tagen folgte die Kultusministerkonferenz einem Vorschlag der deutschen UNESCO-Kommission, die Bergparaden in das entsprechende Verzeichnis aufzunehmen. Nicht zuletzt deshalb erwiesen Ministerpräsident Stanislaw Tillich, die sächsischen Staatsminister Martin Dulig, Barbara Klepsch sowie Professor Dr. Georg Unland, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Landrat Frank Vogel und weitere Persönlichkeiten der Bergparade in Annaberg-Buchholz ihre Referenz. Mit über 1000 Teilnehmern war sie im Jahr 2016 die größte Bergparade im Advent. Neben zahlreichen sächsischen Bergmannsvereinen beteiligten sich auch Bergmannsvereine aus anderen deutschen Bergbauregionen sowie aus Tschechien. Den glanzvollen Schlusspunkt setzte das große Bergkonzert an der Annenkirche. Es wurde von über 250 Bergmusikern musikalisch ausgestaltet. Der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt, begrüßte dabei Besucher aus allen deutschen Bundesländern, aus Holland, der Schweiz und Österreich, aus der Tschechischen Republik sowie aus vielen anderen Ländern. Wörtlich sagte er, diese Bergparade zeigt die bergbaulichen Wurzeln unserer Stadt, des Erzgebirges, des Freistaates Sachsen und vieler anderer Bundesländer. Bergmännische Traditionen sind für mich vor allem auch innere Werte wie Zusammenhalt und gegenseitige Solidarität. War 2016 zur Abschlussbergparade das Weihnachtsfest noch eine Woche hin, sieht das im kommenden Jahr dann anders aus. 2017 fällt der vierte Advent auf den 24. Dezember. Deshalb wird die Bergparade in Annaberg-Buchholz bereits am Samstag vor dem vierten Advent sein. Die
Nachrichten am Montag und die Woche beginnt mit einer erfreulichen Meldung für Steuerzahler. Die Finanzämter des Freistaates Sachsen werden auch in diesem Jahr den sogenannten Weihnachtsfrieden einhalten. Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland hat seine Behörden angewiesen, die sächsischen Bürgerinnen und Bürger in der Weihnachtszeit, das heißt vom 22. Dezember bis einschließlich Neujahr, nicht mit Maßnahmen zu belasten, die als unpassend empfunden werden können. Im Auer Standesamt wurden laut Vornamensstatistik bis zum 15. Dezember 438 Kinder mit einem Vornamen angemeldet. Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala bei den Mädchen ist Sophie mit 14 Anmeldungen, gefolgt von Emma mit 11, die gleichauf mit Marie liegt. Der Name Lina brachte es auf 9 Anmeldungen. Bei den Jungen sind Emil mit 10 und Ben mit 9 Anmeldungen auf den Plätzen 1 und 2, gefolgt von Luca und Max mit je 8. Finn, Leon und Oskar folgen mit jeweils 7 Anmeldungen. In den vergangenen Jahren ging der Trend hin zu besonders seltenen und klangvollen Namen wie Kanan Naeli, Chinoa, Kaisa, Jesse Farrell, Linnea Locklin, Luciano, Pepe Joel, Mina Rosina, Pavelina, Pebbles, Skadi oder Thalia. Mit Blick auf 2016 fällt auf, dass Namen wie Heike, Peter, Rudi, Thomas, Dirk, Jörg und Manfred offenbar wieder in Mode kommen. Auch die Namen Ronny, Bernd, Ina, Ines, Inge, Günther, Rüdiger, Siegfried, Erwin, Wolfgang oder Thilo wurden teilweise sogar mehrfach vergeben. Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntagabend in Hohndorf. Am heutigen 4. Adventssonntag wurden 16.54 Uhr die Feuerwehren Hohndorf und Elsnitz-Erzgebirge nach Hohndorf auf die Bahnhofstraße alarmiert. Gemeldet war hier ein Wohnhausbrand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich dies. Daraufhin wurden weitere Feuerwehren aus Neuwirschnitz und Gersdorf hinzugerufen. Insgesamt waren hier 65 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Gebrannt hat es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss einer Bäckerei. Das Großaufgebot der Feuerwehren konnte nicht verhindern, dass der Brand ein Todesopfer forderte. Es handelt sich um eine 55-jährige Bewohnerin. Deren 56-jähriger Ehemann und dessen 85-jährige Mutter erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden ambulant behandelt. 4 weitere Familienmitglieder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ebenfalls im Haus befanden, blieben unverletzt. Das Haus ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat am Brandort die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Friedemann Bär hat uns wieder auf ein historisches Ereignis aufmerksam gemacht. Der DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl weihte in Sosa vor genau 65 Jahren am 19. Dezember 1951 die Talsperre des Friedens ein, die mit 6 Millionen Kubikmeter Stauraum als Trinkwasseranlage seit 1952 Aue und andere Erzgebirgsstädte versorgt. Das Bruchsteinmauerwerk des Staukörpers besteht aus Granit. Dieser Granit wurde im nahegelegenen Steinbruch gebrochen und in der Maxhütte in Unterwellenborn wurde für den Bau der Staumauer ein spezieller Mischbinder, der sogenannte Sosa-Binder, entwickelt. Der Bau der Talsperre Sosa war das erste Jugendprojekt der FDJ. Durch die starke Ideologisierung in der damaligen Zeit entstand auch der Name Talsperre des Friedens. Die Grundsteinlegung war am 17. Juni 1950 durch den damaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Walter Ulbricht erfolgt. An der Grundschule Aue Celle ist für ein Jahr Robert Čuza tätig, der in Tschechien Lehramt studierte. Er betreut unter anderem die Fremdsprachenarbeitsgemeinschaften Tschechisch Klasse 1 und 2 sowie Tschechisch Klasse 3 und 4. Vor 2 Jahren war bereits ein Fremdsprachenassistent aus den USA im Bereich Englisch an der Schule tätig. Zu denen, die auch 2016 wieder ein Weihnachtskonzert im Kulturhaus Aue gaben, gehören die Randfichten. Für Michael Rostig, Thomas Lauterbach und Marion Frank ging mit dem Auftritt in Aue das Konzertjahr zu Ende. Das kommende wird für die Randfichten ein besonderes. Die Band kann ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Wir werden in dieser Woche ausführlich berichten. Hier ein Vorgeschmack. Ja,
Für wen, wenn nicht die Kinder, ist Weihnachten gemacht, sieht man mal ausnahmsweise von den christlichen Inhalten ab. Und Kinder geben immer etwas zurück, auf ihre Weise. In Thalheim sind die Familien der Hortkinder in jedem Jahr eingeladen, einen schönen Hutzennachmittag zu erleben. Gerald Nützel berichtet. Traditionellen Hutzennachmittag des Dreitannenhorts der Lebenshilfe in Thalheim. Die Kinder hatten dazu ihre Eltern, Geschwister, Omas und Opas in die Grundschule eingeladen, um Besonderes zu präsentieren. Los ging es mit der Theatergruppe des Hortes. Theater ist ein offenes Angebot der Einrichtung. Jedes Kind, das möchte, kann mitmachen. Die Aufführung an diesem Tag trug den Titel »Eine wundersame Geschichte«. Und wie es der Titel versprach, wurde es auch wunderlich. Viele bekannte Märchenfiguren hatten in dieser modern erzählten Geschichte ihren Auftritt. Ein Wolf am Pfefferkuchenhaus, eine Hexe mit roter Nase, aber auch der Weihnachtsmann, Wichtel, ein Esel und tanzende Schneeflocken. Am Ende ging auch in Thalheim die wundersame Geschichte gut aus. Die Kinder der Theatergruppe bekamen vom Publikum den gebührenden Beifall für ihre Darbietung. Der Duft von Bratwurst machte sich vor der Schule breit. Hier wurden für die Gäste deftiges und warme Getränke bereitgestellt. Angebote zum Basteln gab es in der Wichtel-Papierwerkstatt. Hier konnten die Kinder Papier schneiden und bemalen. Etwas lauter und rustikaler wurde es ein Zimmer weiter. In der Wichtel-Holzwerkstatt wurde gehämmert und geschliffen. Am großen Schwibbogen und an der Pyramide im Foyer der Schule hatten die Gäste Gelegenheit, beim Schnitzen und Klöppeln zuzusehen. Eine lange Schlange bildete sich indes beim Weihnachtsmann. Er hatte Platz genommen und hielt eine Sprechstunde ab. Bei ihm konnten die Kinder einen Wunschzettel abgeben und bekamen im Anschluss des Gespräches eine Leckerei vom Engel. Im Speisesaal des Hauses wurde extra für die Kinder eine Weihnachtsbäckerei aufgebaut. Da konnten sie Kekse ganz nach ihrem Geschmack zubereiten und mit allerlei Zutaten garnieren. Ein Foto zur Erinnerung war inbegriffen. Der regionale Verein der Lebenshilfe wurde im Jahr 1996 gegründet. Er kümmert sich um Personen aller Altersstufen, die eine geistige, seelische und körperliche Behinderung haben. Dazu gehören die Frühfördereinrichtungen, heilpädagogische Kindertagesstätten und Holzwerkstätten in Stolberg und Thalheim. In diesen Werkstätten entstehen zahlreiche Produkte, die ebenfalls beim Hutzennachmittag mit angeboten wurden. Und das Angebot war reichlich, so dass die Wahl nicht immer leicht fiel. Egal, ob es nun ein toller Kerzenhalter sein sollte oder vielleicht ein Schutzengel. Die Freizeittipps beginnen heute mal mit einer Schließzeit. Das Technische Museum Papiermühle Zwönitz ist bis zum 10. Januar 2017 technisch bedingt geschlossen. Ab 11.01. ist das Museum wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Stefan Mösch alias Sterni kommt am Mittwoch mit Freunden zu einem Hutzenabend in die Goldene Sonne Schneeberg. In ihren Liedern geben Sterni, Bert Baldauf und Michael Schönfelder dem Erzgebirge Platz und Raum, sentimental nachdenklich, ausgelassen fröhlich und sozialkritisch kämpferisch zu sein. Aber immer mit dem Herzen am richtigen Fleck. Beginn ist 19 Uhr. Das neue Konsulat in Annaberg-Buchholz hat vor Weihnachten noch eine Rosine im Kulturstollen. Am Mittwoch findet ein Kurzfilmabend statt, Beginn 20 Uhr. Am kürzesten Tag des Jahres ruft die AG Kurzfilm bundesweit zu Kurzfilmveranstaltungen auf. Das neue Konsulat nimmt in diesem Jahr teil und präsentiert das Kurzfilmpaket »Wild und daneben«. In 11 mehr oder weniger ernst gemeinten Filmchen werden die heimische Flora und Fauna näher gebracht. Näheres zum neuen Konsulat unter neueskonsulat.de. Das Treppenhaus des Erzhammers am Markt in Annaberg-Buchholz verwandelt sich jedes Jahr vor der Adventszeit bis zur Lichtmess in ein Weihnachtshaus mit geschmückten Tannenbäumen und liebevoll gestalteten Dekorationen. Im Musikzimmer zeigen 24 filigrane Scherenschnitte aus der Hand des kürzlich verstorbenen Helmut Unger erzgebirgische Pyramiden. Im Treppenhaus sorgen winterliche Impressionen vom Erzgebirge für eine weihnachtliche Stimmung.
Die Fotos stammen von Matthias Bellmann, einem Annaberger Hobbyfotografen, der seine Heimat gekonnt in Szene gesetzt hat. Endspurt, liebe Zuschauer, am kommenden Samstag ist Heiligabend und bei RTV können Sie weiterhin richtig gewinnen. Unser Adventskalender bei Facebook hat viele Anhänger gewonnen, viele Gewinner wurden schon ermittelt. Wir können Ihnen bis zum 24. Dezember weitere attraktive Preise gemeinsam mit unseren Gewinnspielpartnern garantieren. Mitmachen geht einfach auf facebook.com/RTV. Heute mit einem Gutschein über 70 Euro von Fotografie Kleinhempel. Und wenn Sie sich für weitere Nachrichten interessieren, dann ist rztv.de weiterhin die richtige Adresse. Ihnen jetzt einen stressfreien Abend. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Was mit Iris Ullmann 1990 in Schwarzenberg seinen Anfang nahm, ist heute eine Erfolgsgeschichte. 25 Jahre Ullmann-Reisen. Vom kleinen Büro zu einem der größten Reiseanbieter in Sachsen mit 8 Filialen. Heute ist Ullmann-Reisen nicht nur Reisebüro, sondern auch Reiseveranstalter mit eigenem Katalog. Außerdem gehören wir als Kreuzfahrtspezialist bei führenden Reedereien wie TUI Cruises, AIDA oder Arosa zu den Top-Partnern deutschlandweit. Volle Fahrt voraus auf die nächsten 25 Jahre. Auch in diesem Jahr möchten wir es nicht versäumen, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Im Advent bei Kerzenschein. Die Kindheit fällt uns wieder ein. Ein Adventskranz mit all seinen Kerzen lässt Frieden strömen in unsere Herzen. Dass Jahreshektik langsam schwindet und Ruhe endlich Einkehr findet. Ein Tag, er kann nicht schöner sein als im Advent bei Kerzenschein. Liebe Kunden, das Team von Ullmann Reisen aus Schwarzenberg möchte sich für die letzten 25 Jahre bei Ihnen bedanken und hoffen, dass Sie uns auch weitere 25 Jahre treu bleiben. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage, eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für 2017. Wir wünschen frohe Weihnachten. Schöne Möbel bringt nicht der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho! Schöne Möbel gibt's bei Rico Möbel. Wir wünschen all unseren Kunden eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Überzeugen Sie sich einfach. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a. Alle Jahre wieder. Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt der Werkstatt Schneeberg. Erzgebirgische Adventsstimmung, barockes Ambiente und bergmännische Tradition werden Sie verzaubern. Weihnachtsmarkt in Schneeberg. In der Stadt, auf dem Markt und in vielen gemütlichen Stuben. Die Weihnachtsklänge wieder hören können. Hörgeräte Ehnert wünscht Ihnen frohe Festtage und präsentiert Ihnen Wetter und Tagesbilder.